Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren, denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Es ist heute die letzte Veranstaltung im Begleitprogramm zu der hier im Hause gezeigten Sonderausstellung mit dem Titel Fritz Bauer, der Staatsanwalt, NS-Verbrechen vor Gericht. Eine Ausstellung, die das Fritz-Bauer-Institut in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Frankfurt entwickelt hat. Sie können die Ausstellung noch bis zum nächsten Sonntag hier gleich nebenan besuchen. Wir freuen uns sehr, dass wir für den letzten Vortrag des Begleitprogramms Professor Dr. Sibylle Steinbacher gewinnen konnten. Sie ist Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts und damit zugleich auch Mitveranstalterin des Programms. Herzlichen Dank, Frau Steinbacher, dass Sie extra aus Frankfurt am Main eingereist sind. Herzlich begrüßen möchte ich außerdem Professor Dr. Annette Weinke. Sie wird nach dem Vortrag noch ein Podiumsgespräch mit Professor Steinbacher führen. Unser Thema ist heute Fritz Bauer und der Auschwitz-Prozess. Der Prozess wurde 1963 in Frankfurt am Main eröffnet und war von der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit begleitet. Es war das größte und wahrscheinlich das bedeutsamste bundesdeutsche Verfahren gegen die nationalsozialistischen Massenmorde. Das Zustandekommen des Prozesses ist ganz maßgeblich auf die Arbeit Fritz Bauers als leitender hessischer Generalstaatsanwalt zurückzuführen. Meine Damen und Herren, die Präsentation der Wanderausstellung über Fritz Bauer ist hier in Berlin auf großes Interesse gestoßen. Wir freuen uns, dass wir mit ihr auf die beeindruckende Persönlichkeit Fritz Bauers und seine Rolle für die juristische und vor allem auch gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen aufmerksam machen konnten. Ich möchte darauf hinweisen, dass unsere Angebote zur Fritz-Bauer-Ausstellung, die Eröffnungsveranstaltung und die beiden bisherigen Begleitveranstaltungen weiterhin im Internet aufgerufen werden können. Und weiterhin abrufbar ist auch ein besonderes digitales Angebot, ein Rundgang durch die Ausstellung, hier bei uns mit der Kuratorin Dr. Monika Boll. Auch dazu ist vielleicht noch etwas zu sagen oder zu fragen. Denn es gibt heute wieder die Möglichkeit, nach dem Vortrag und dem Podiumsgespräch Fragen zu stellen, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams wieder schriftlich per E-Mail. Die Adresse wird während der Veranstaltung wiederholt eingeblendet. Für Sie hier im Saal gilt, dass Sie, wenn Sie eine Frage stellen möchten, bitte ans Mikrofon treten, damit Ihr Beitrag im Livestream übertragen werden kann. Auf dem Weg zum Mikrofon müssten Sie bitte die Maske wieder anlegen. Am Mikrofon selbst und auf den Plätzen besteht dagegen keine Maskenpflicht. Ich möchte Ihnen nun kurz Professor Weinke vorstellen. Frau Weinke lehrt neuere und neueste Geschichte am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena und sie ist stellvertretende Leiterin des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Frau Weinke forscht und publiziert seit vielen Jahren zur Geschichte der NS-Prozesse im geteilten Deutschland, zur Geschichte der Menschenrechte und des Völkerstrafrechts und zur Geschichte der alliierten Entnazifizierungs- und Strafpolitik. 2016 erschien ihre Habilitationsschrift Gewalt, Geschichte, Gerechtigkeit, transnationale Debatten über deutsche Staatsverbrechen im 20. Jahrhundert. Für diese Arbeit ist sie vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Sie haben das Wort. So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Ich nehme an, es geht Ihnen ähnlich wie mir, dass ich etwas aufgeregt bin. Nach fast 2 Jahren ist es wirklich die zweite Live-Veranstaltung.
Und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich hier heute Abend stehen darf. Und es ist mir auch eine besonders große Freude, dass ich Sibylle Steinbacher hier heute Abend moderieren darf. Vielen Dank auch nochmal für die freundliche Vorstellung, Frau Dr. Riedle. Ich möchte gleich beginnen mit der Vorstellung von Sibylle Steinbacher, obwohl die meisten von Ihnen sie sicherlich kennen werden als eine der profiliertesten Holocaust-Forscherinnen, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern wirklich auch international bekannt über Deutschland hinaus. Ich möchte trotzdem kurz eingehen auf Ihre Biografie. Sibylle Steinbacher hat neue und neueste Geschichte, mittelalterliche Geschichte und politische Wissenschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert. Sie war danach wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Zeitgeschichte in München und an der Ruhr-Universität in Bochum. Sie wurde 1998 promoviert an der Ruhr-Universität und hat dann gewechselt an die Friedrich-Schiller-Universität, wo sie 2010 habilitiert wurde. Sibylle Steinbacher hat mehrere Stipendien erworben und Gastprofessuren erhalten, unter anderem die Gastprofessur am Fritz-Bauer-Institut 2010. Sie war dann von 2010 bis 2017 Universitätsprofessorin in Wien, wo sie den Lehrstuhl für Zeitgeschichte, Vergleichende Diktatur, Gewalt und Genozidforschung gehalten hat. Und sie war gleichzeitig Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Diktaturen, Gewalt und Genozide. Und seit 2017 ist sie nunmehr Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main und gleichzeitig Inhaberin des Lehrstuhls zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und seit Oktober 20 auch geschäftsführende Direktorin des historischen Seminars der Goethe-Universität. Wie ich hatte schon erwähnt, sie hat eine ganze Reihe von Stipendien, unter anderem vom IFZ, vom Deutschen Historischen Institut in Warschau, das Feodor-Lünnen-Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung an der Harvard University, Ina Levine, Invitational Scholar am Mandel Center for Advanced Holocaust Studies am Holocaust Memorial Museum in Washington und so weiter und so fort. Sie hat eine Unzahl von Beiratsmitgliedschaften, die ich hier gar nicht alle nennen kann, unter anderem im Stiftungsbeirat des Forums Recht, im Wissenschaftlichen Beirat der Alfred-Landecker-Stiftung. Und sie ist auch im Internationalen Beirat des Minerva Institute for German History und Wiener Library an der Universität von Tel Aviv. Wie gesagt, das sind nur einige wenige Mitgliedschaften. Sie sitzt in der Jury des Fritz Bauer Studienpreises für Menschenrechte und juristische Zeitgeschichte. Und last but not least möchte ich wenigstens einige ihrer vielen Publikationen nennen. Allseits bekannt dürfte sein das Buch Musterstadt Auschwitz, Germanisierungspolitik und Judenmord in Ostoberschlesien 2010. Das ist die veröffentlichte Dissertationsschrift. Dann das Buch Auschwitz-Geschichte und Nachgeschichte, erschienen bei Beck, mittlerweile in 8 Übersetzungen liegt das Buch vor. Und jetzt eine der letzten Veröffentlichungen, ein Sammelband zusammen mit Katharina Rauschenberger, Fritz Bauer und 68 Positionen zu den Umbrüchen in Justiz, Politik und Gesellschaft, erschienen 2020. Ja, damit werde ich es an dieser Stelle belassen. Ich denke, wir können dann uns inhaltlich im Anschluss an deinen Vortrag austauschen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und übergebe dir das Wort.
Ja, liebe Annette Weinke, ganz herzlichen Dank für diese freundliche, so ausführliche Vorstellung. Ich bedanke mich ganz herzlich hier bei der Topographie des Terrors, bei Frau Dr. Riedle für die Einladung hierher. Es ist eine große Ehre für mich, heute hier zu sprechen. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Frau Dr. Buchholz für die ganze Organisation. Mit Blick auf die Ausstellung, die wir hier zeigen können, auch mit Blick auf das Veranstaltungsprogramm, das ja hier seit vielen Wochen stattfindet. Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms ist hier schon die Edition der kleinen Schriften von Fritz Bauer vorgestellt worden, die in zwei dicken Bänden 2019 am Fritz-Bauer-Institut erschienen ist. Vor ein paar Wochen ist außerdem das Thema Euthanasieverbrechen hier besprochen worden von Christian Schneider. Und ich möchte heute etwas über Fritz Bauer und den Auschwitz-Prozess sagen. Der Auschwitz-Prozess, Frau Riedle hatte es vorhin schon gesagt, er war der größte und bis dahin auch längste Mordprozess in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen. Kurz vor Weihnachten 1963 hat er begonnen, 20 Monate hat er gedauert und thematisiert worden sind in aller Ausführlichkeit die Verbrechen des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Und dieser Prozess ist von einer enormen öffentlichen Aufmerksamkeit begleitet worden, intensiv medial begleitet worden, im Inland wie im Ausland. Mir geht es heute darum, ein paar Schlaglichter auf diesen Prozess zu werfen. In einem ersten Punkt will ich fragen, wie der Prozess eigentlich zustande gekommen ist. Zweitens will ich fragen, was eigentlich in den fast 20 Jahren geschehen ist zwischen der Befreiung des Lagers Auschwitz und dem Beginn des Auschwitz-Prozesses, wie ist in der Zeit umgegangen worden mit den Verbrechen von Auschwitz. Drittens geht es mir dann um das politische und gesellschaftliche Klima, in dem der Prozess stattgefunden hat und das Klima, das auch sozusagen die Vorgeschichte dieses Prozesses bestimmt hat. In einem vierten Punkt will ich ein paar Aspekte zum Verlauf des Prozesses benennen und auf ein paar Besonderheiten verweisen. Und in einem letzten, fünften Punkt geht es mir dann kurz um die Auswirkungen des Prozesses. Zum ersten Punkt also, wie kam dieser Prozess eigentlich zustande? Zu verdanken ist sein Zustandekommen vor allem dem Engagement von Einzelpersonen und eine ganz besonders treibende Kraft dahinter war Fritz Bauer. Zu Fritz Bauer nur ganz kurz, 1903 geboren in eine jüdische Kaufmannsfamilie in Stuttgart. Er war früh schon politisch tätig, hat sich mit 17 Jahren schon für die Sozialdemokratie engagiert. Und hat dann in den Jahren der Weimarer Republik sich früh für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold engagiert, das ja eine Schutzorganisation für die Demokratie gewesen ist, hat auch den Republikanischen Richterbund mit aufgebaut, war dann mit 27 Jahren schon Amtsrichter. Seiner politischen Betätigung wegen ist er wenige Wochen nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten verhaftet worden, im Frühjahr 1933 ins KZ Heuberg gekommen auf der Schwäbischen Alb und war dort mehrere Monate inhaftiert. Ende 1933 kam er frei und hat dann rasch seine Emigration vorbereitet. Seine Schwester war bereits in Kopenhagen und er ist dann 1936 auch nach Dänemark. Wenige Jahre später haben die Geschwister dann auch ihre Eltern nachgeholt. Von Dänemark, als dann dort im Herbst 1943 auch die Deportation der Juden in Angriff genommen worden ist, ist er geflohen nach Schweden. In dieser beispiellosen Fluchtaktion, die ja nicht zuletzt dank der schwedischen Bevölkerung zustande gekommen ist, konnten mehrere tausend Juden sich nach Schweden retten. In der Zeit der Emigration hatte Fritz Bauer viel zu tun mit Willy Brandt, Verbindungen, die dann auch nach Kriegsende wieder wichtig geworden sind für ihn. Und unmittelbar mit Kriegsende hat er schon letzten Endes den Entschluss gefasst, zurückkehren zu wollen
in das neu entstehende Deutschland, und das hat er dann auch umgesetzt 1949 mit Verbindungen über Kurt Schumacher, der ja auch im KZ Heuberg inhaftiert gewesen war, ist er dann nach Braunschweig gekommen, zuerst als Landgerichtsdirektor, bald dann auch als Generalstaatsanwalt. Und er hat früh bereits für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt mit dem Prozess gegen Otto Ernst Rehmer, einen Wehrmachtsoffizier, den er wegen Beleidigung vor Gericht gebracht hat und ihm den Prozess gemacht hat. Rehmer war ja involviert gewesen in die Niederschlagung des Umsturzversuches vom 20. Juli, und Rehmer hat nach Kriegsende eine neonazistische, eine rechtsradikale Partei gegründet, die Sozialistische Reichspartei, und hat im Zuge von Wahlveranstaltungen hier die Männer und Frauen des 20. Juli verunglimpft, sie bezichtigt, Hoch- und Landesverrat begangen zu haben. In dem Prozess hat Fritz Bauer sein berühmtes Wort formuliert vom Nationalsozialismus als Unrechtsstaat. Er hat erklärt, dass gegen diesen Unrechtsstaat jeder Widerstand angebracht gewesen war und dass letzten Endes ein solcher Staat überhaupt nicht hochverratsfähig gewesen sei, so drückte er das aus, also man hier von Hochverrat und Landesverrat überhaupt nicht sprechen könne. Rehmer ist dann auch verurteilt worden zu 3 Monaten Haft. Dieser Strafe hat er sich durch Flucht ins Ausland entzogen. Fritz Bauer wollte zunächst nach Berlin, das war eigentlich sein Plan. Willy Brandt war hier Präsident des Abgeordnetenhauses, aber in Berlin war keine Stelle frei, und er folgte dann dem Ruf von Georg August Zinn, dem hessischen Ministerpräsidenten, zu dem er ebenfalls enge Beziehungen hatte. 1956 dann also ist Fritz Bauer Generalstaatsanwalt in Frankfurt am Main geworden. Und früh schon hat er sich mit Adolf Eichmann beschäftigt, dazu kann man vielleicht später noch kommen. Jedenfalls der Umstand, dass er die Täter von Auschwitz dann gegen sie Ermittlungen in Gang gesetzt hat, das war einer ganzen Reihe von Zufällen zu verdanken. Ein wesentlicher Schritt dafür war der Umstand, dass ein Journalist der Frankfurter Rundschau, Thomas Knilker, Bauer Dokumente zugespielt hat. Das sind die sogenannten Breslauer Dokumente, das sind Formulare aus der Verwaltung des Konzentrationslagers Auschwitz, die ein Überlebender von Auschwitz geborgen hatte, damals aus dem SS- und Polizeigericht in Breslau. Und das waren Formulare, aus denen hervorging, dass SS-Leute Häftlinge auf der Flucht erschossen hatten, Formulare, die schon zeigten, welche bürokratischen Routinen in der KZ-Verwaltung bestanden, dass solche Erschießungen überhaupt, ja, letzten Endes, dass hierzu überhaupt Formulare hergestellt worden waren. Anhand dieser Dokumente und anhand der Namen der SS-Schützen konnte Bauer dann erste Ermittlungen einleiten lassen gegen die SS-Täter von Auschwitz. Ungefähr zur gleichen Zeit, das war 1958, 59, ungefähr zur gleichen Zeit sind auch in Stuttgart allmählich Ermittlungen in Gang gekommen. Hier war es ebenfalls ein ehemaliger Häftling, Adolf Rögner, der entscheidende Impulse dafür gesetzt hatte. Er hat der Staatsanwaltschaft in Stuttgart übermittelt, dass er wisse, wo Wilhelm Boger wohne. Boger, Angehöriger der Lagergestapo und Erfinder einer besonders perfiden Foltermethode im KZ Auschwitz, der sogenannten Boger-Schaukel. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart hat zunächst gezögert, sich hier weiter darauf einzulassen, gezögert auch, weil sich mittlerweile das Auschwitz-Komitee eingeschaltet hatte, also die Vereinigung der Überlebenden des Lagers mit Hermann Langbein als Generalsekretär. Und man fürchtete hier in der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sozusagen kommunistische Umtriebe dieses Auschwitz-Komitees. Hermann Langbein war ja als Kommunist im
KZ gewesen und war selber im Lager Widerstand gewesen. Also es dauerte eine Weile, bis sich die Stuttgarter Ermittler darauf eingelassen haben, aber dann kamen in Stuttgart ebenfalls Ermittlungen in Gang und es ist Haftbefehl gegen Wilhelm Boger erlassen worden. Und auch in Ludwigsburg sind Vorermittlungen ungefähr in der gleichen Zeit in Gang gekommen. Die zentrale Stelle in Ludwigsburg ist ja erst Ende Dezember oder Anfang Dezember 1958 gegründet worden und hat hier bereits Vorermittlungen gegen Ärzte, die im KZ Auschwitz gewesen waren und gegen Mitglieder der Lagergestapo auch initiiert. All diese Ermittlungen hat Fritz Bauer dann gebündelt und sie nach Frankfurt am Main geholt. Im Juni 1959 hat er dazu vom Bundesgerichtshof die Genehmigung bekommen. Bauers Ziel war es, möglichst einen Prozess gegen möglichst viele Angeklagte zu führen, also einen großen Prozess zu initiieren und eben nicht einzelne Taten an verstreuten Orten vor Gericht zu bringen, sondern einen möglichst großen Prozess in der Bundesrepublik in Gang zu setzen. Und es ist dann auch sehr schnell Festnahme um Festnahme gelungen, 1959 und 1960. Zum Beispiel ist Oswald Kaduk festgenommen worden, einer der besonders berüchtigten Schergen im KZ Auschwitz. Er hatte als Krankenpfleger in West-Berlin sich mittlerweile verdingen können. Außerdem ist der Lagerapotheker festgenommen worden, Viktor Capesius, der mittlerweile eine florierende Apotheke und einen Kosmetiksalon im Württembergischen betrieben hat. Auch ist Richard Beer, der letzte Kommandant von Auschwitz, verhaftet worden. Außerdem auch Josef Kleer, einer der leitenden Sanitäter im KZ. Und auch Robert Mulka, er war der Adjutant, also die rechte Hand von Rudolf Höss gewesen, dem ersten Kommandanten von Auschwitz. Es ist den Frankfurter Staatsanwälten auch gelungen, mehrere hundert Zeugen ausfindig zu machen, nicht zuletzt mit der Hilfe von Hermann Langbein. Das war nicht ganz einfach. Viele Überlebende lebten ja in Polen, auch in anderen Ostblockstaaten, zu denen aber keinerlei diplomatische Beziehungen bestanden in dieser Zeit. Fritz Bauer hat informelle Kontakte gepflegt und auch nie Einwände gegen solche Kontakte gehabt, sowohl zu DDR-Behörden als auch nach Polen. Und Fritz Bauer, auch das ist auffällig, er hat junge Staatsanwälte betraut mit den Aufgaben. Das waren Joachim Kügler und Georg Friedrich Vogel, zwei junge Leute um die 30. Und damit wollte Bauer auch Zeichen setzen. Zum einen zeigen, dass es eine junge Generation von Juristen gibt in Westdeutschland, die es sich zur Aufgabe machte, diese Verbrechen zu verfolgen und vor Gericht zu bringen. Und zum anderen, um hier auch ein deutliches Signal der Distanzierung von der bundesdeutschen Justiz zu setzen, die ja in hohem Maße letzten Endes durchsetzt gewesen war mit ehemaligen Nationalsozialisten. Gerade in der Funktionselite der Juristen waren ja ganz besonders viele ehemalige wieder zu Amt und Würden gekommen. Der Aufwand für diese ermittelnden jungen Staatsanwälte war enorm, das auch deswegen, weil die historische Forschung sich noch nicht mit den Konzentrations- und Vernichtungslagern beschäftigt hatte, auch nicht mit dem Mord an den europäischen Juden. Die Forschungen dazu sind erst Anfang, Mitte der 60er Jahre letztlich in Gang gekommen. Und letzten Endes hatte die Forschung sehr, sehr viele Impulse aus der Justiz überhaupt erst bekommen. Es ist dann eine 700 Seiten starke Anklageschrift entstanden gegen 24 Personen, die auf der Anklagebank saßen. Der letzte Kommandant von Auschwitz, Richard Beer, ist in der Untersuchungshaft gestorben, sodass dann Robert Mulka sozusagen der mit dem höchsten SS-Rang gewesen war. Und er ist es dann auch gewesen, der diesem Prozess seinen Namen gegeben hat, der Prozess gegen Mulka und andere.
Zum zweiten Punkt, also wie ist denn nun in diesen 18 Jahren oder knapp 20 Jahren umgegangen worden mit den Verbrechen von Auschwitz zwischen der Befreiung des Lagers im Januar 1945 und dem Zustandekommen des Auschwitz-Prozesses im Dezember 1963? Insgesamt, das weiß man heute, haben in Auschwitz höchstwahrscheinlich um die 7000 SS-Leute Dienst getan. Es gab eine hohe Fluktuation. Die meisten waren so in der Zeit der Evakuierungen, also ab Sommer, Herbst 1944 in Auschwitz gewesen. Zu dieser Zeit auf einmal ungefähr 3000 bis 4000 SS-Bedienstete. Am Ende des Krieges waren, so schätzt man, noch ungefähr 6.000 oder 6.500 von ihnen am Leben. Und zu konstatieren ist, dass in der Zeit, als die Alliierten hier das Heft in der Hand hatten und zuständig gewesen waren für justizielle Ermittlungen, dass in dieser Zeit auch sehr viel getan worden ist. Beispielsweise sind ungefähr 1000 SS-Leute von Auschwitz bis 1949 aufgespürt worden, die meisten in der amerikanischen Zone, und gegen sie sind Ermittlungen eingeleitet worden. Viele sind vor Gericht gestellt worden, vor die alliierten Militärgerichte. Es gab zwar kein spezielles Verfahren wegen des KZ Auschwitz, aber die KZ-Funktionäre von Auschwitz sind in den anderen Konzentrationslagerprozessen vor Gericht gestellt worden. Beispielsweise im Bergen-Belsen-Prozess, das war ja der erste KZ-Prozess, der schon im September 1945 begonnen hat in Lüneburg. Und hier stand Josef Kramer vor Gericht. Kramer war Lagerkommandant von Auschwitz-Birkenau gewesen, bevor er dann später Kommandant von Bergen-Belsen geworden ist. Auch im Bergen-Belsen-Prozess ist Franz Hössler verurteilt worden. Er war Lagerführer im Stammlager von Auschwitz gewesen. Und auch zwei Frauen, die in Auschwitz als KZ-Wächterinnen gearbeitet hatten, standen im Bergen-Belsen-Prozess vor Gericht. Elisabeth Volkenrath und Irma Krese, auch sie sind zum Tod verurteilt worden. Auch im Dachau-Prozess sind SS-Leute von Auschwitz vor Gericht gestellt worden, unter anderem Vinzenz Schöttl, er war Lagerführer in Monowitz gewesen, auch der berüchtigte Otto Moll, der Leiter der Krematorien in Birkenau, und auch der SS-Arzt Friedrich Entres. Genauso im Natzweiler-Prozess und in weiteren Prozessen, im Mauthausen-Prozess, im Buchenwald-Prozess, im Ravensbrück-Prozess, überall sind SS-Bedienstete von Auschwitz vor Gericht gekommen. Überall sind in diesen frühen Jahren harte Strafen verhängt worden. Außerdem sind ungefähr 700 ehemalige SS-Leute von Auschwitz unmittelbar nach Kriegsende an Polen ausgeliefert worden. Darunter waren ja auch die ranghöchsten Funktionäre des Lagers gewesen, nämlich Kommandant Rudolf Höss und sein Nachfolger Arthur Liebehenschel. Rudolf Höss ist im April 1947 nach einem Urteil des Obersten Volksgerichts in Krakau dann hingerichtet worden, in Auschwitz selber, in unmittelbarer Nähe seiner einstigen Dienstvilla. Und Arthur Liebehenschel ist in Warschau vor das Oberste Volksgericht gestellt worden, gemeinsam mit 39 weiteren SS-Funktionären aus Auschwitz. Von ihnen sind die meisten, mehr als die Hälfte, auch Liebehenschel, zum Tod verurteilt worden. Auch ein britisches Militärgericht hat sich mit Auschwitz beschäftigt. Hier ist die Firma Tesch und Stabenow verurteilt worden. Die Firma hat ja das Zyklon B nach Auschwitz geliefert, und der Firmeninhaber Bruno Tesch und sein Geschäftsführer sind verurteilt worden und hingerichtet worden. Auch die Firma Topf und Söhne ist in diesen frühen Jahren in das Visier der Alliierten geraten. Die Firma, die aus Erfurt, die in Erfurt war, hat ja die Krematorien, also die Vernichtungsanlagen in Birkenau gebaut. Und hier ist der Ingenieur Kurt Prüfer, 45, im Sommer 45 bereits in Internierungshaft gekommen, in amerikanische Haft. Und daraufhin hat einer der beiden Besitzer der Firma, Ludwig Topf, Suizid
begannen und der andere Besitzer, sein Bruder, hat sich den amerikanischen Behörden gestellt. Diese Beispiele zeigen also, solange die justiziellen Untersuchungen in der Hand der Alliierten lagen, solange ist zügig ermittelt worden, es haben Verfahren stattgefunden, es sind Urteile gefällt worden und harte Strafen, oft Todesstrafen, verhängt worden. Das hat sich geändert, als die Verantwortung in die Hand der Bundesrepublik, der neu gegründeten Bundesrepublik, überging. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, zur Frage nach der politischen, gesellschaftlichen Atmosphäre, die die Vorgeschichte und dann auch die Geschichte des Prozesses, des Auschwitz-Prozesses selber geprägt haben. Es ist ja intensiv erforscht worden, dass letzten Endes die 50er Jahre die Zeit gewesen sind, als die Politik der Alliierten sozusagen zurückgedreht werden sollte. Eine Zeit, die geprägt war von der Amnestierung, von der Rehabilitation, von der gesellschaftlichen Integration von schwer und schwerstbelasteten NS-Tätern. In den frühen 50er Jahren sind dann auch beispielsweise Gesuche der polnischen Justizbehörden nicht mehr beantwortet worden von bundesdeutschen Justizbehörden. Man hat hier nicht mehr reagiert und letzten Endes konnte wer hier noch sozusagen Ermittlungen ausgesetzt gewesen war, konnte damit rechnen, dass er nicht mehr weiter belangt werden würde, dass hier sozusagen keinerlei justizielle Akte mehr ergehen würden. Beispielsweise, und das war nicht selten, sind NS-Täter auch vorgewarnt worden, nicht zuletzt von den Behörden. Horst Schumann zum Beispiel, er war SS-Arzt in Auschwitz, er ist vorgewarnt worden und hat sich dann in den Sudan absetzen können. Zugleich aber hat sich in diesen Jahren, in den 50er Jahren, und das prägt ja diese Dialektik in der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen, es hat sich eben auch vor dem Hintergrund dieses sich abzeichnenden Ermittlungsstillstandes hat sich doch auch in der Öffentlichkeit eine zunehmende Sensibilisierung herausgebildet für die Tatsache, dass schwer und schwerstbelastete Täter sich in der Bundesrepublik unbehelligt befanden. Viele waren ja auch unter den Spätheimkehrern aus der Sowjetunion. Und allmählich entwickelte sich ein Bewusstsein dafür und bezeichnend hierfür sind die Vorgänge um den Ulmer Einsatzgruppenprozess dann im April 1958. In Ulm sind die Mitglieder eines SS-Einsatzkommandos vor Gericht gestanden, denen nachgewiesen werden konnte, dass sie im Grenzgebiet bei Litauen im Sommer 1941 5000 Juden ermordet hatten, Männer, Frauen, Kinder und alte Leute. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess hat in der Öffentlichkeit letzten Endes für Bestürzung gesorgt, einfach weil evident geworden ist, dass es diese Verbrechen gab und diese Verbrecher unbehelligt geblieben waren bis dahin. Es war Ernst Müller-Meiningen, der das in der Süddeutschen Zeitung ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Er hat das Verfahren bezeichnet als ein Zufallsprodukt einer Zufallsjustiz, Zitat. Und es bildete sich jetzt Ende der 50er, Anfang der 60er eine zunehmend kritischer werdende Öffentlichkeit, die es für eine Notwendigkeit hielt, dass solche justiziellen Ermittlungen mehr auf eine systematische Grundlage gestellt werden müssten, damit man solchen Verbrechen auf die Spur komme und um diesen Ahndungsstillstand, Ermittlungsstillstand, der eingetreten war, um den abzuwenden.
Dazu kam Druck aus der DDR. Ostberlin hat ja 1957/58 die sogenannte Blutrichterkampagne gestartet. Stichwort Hitlers Blutrichter in Adenauers Diensten. Also es wurde auf die hohe Elitenkontinuität gerade in der Justiz verwiesen. Und das alles hatte ja auch seine Richtigkeit. Die Justiz in der Bundesrepublik kam also zunehmend unter Druck. Und vor diesem Hintergrund ist dann Ende 1958 die zentrale Stelle in Ludwigsburg entstanden. Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, so lautet der vollständige Name. Und ihre Aufgabe war es, Vorermittlungen in Gang zu setzen im Zusammenhang mit den Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern und in den Ghettos im deutsch besetzten Europa. Und dann sollten diese Vorermittlungen an die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften abgegeben werden. Die zentrale Stelle in Ludwigsburg hatte viel zu tun und war chronisch unterbesetzt. Und wer dort gearbeitet hat, der musste sich nicht selten als Nestbeschmutzer beschimpfen lassen. Ich denke, wir können im Gespräch nachher noch mehr darüber reden. Annette Weinke hat sich ja selber intensiv mit der zentralen Stelle und ihrer Geschichte beschäftigt. Zu meinem nächsten Punkt, zum Auschwitz-Prozess selbst. Ich hatte es gesagt, Fritz Bauer hat die Ermittlungen in Frankfurt konzentriert und dann auch den Prozess in Gang gesetzt. Vor Gericht standen keine bekannten Größen des Dritten Reiches, sondern es waren, wenn man so will, die kleinen Handlanger, die Exekutoren des Massenmordes, es waren KZ-Aufseher, es waren Gestapo-Bedienstete, es war ein Sanitäter, der Lagerapotheker, ich hatte es erwähnt, der Verwalter der Kleiderkammer war dabei, es war auch ein Funktionshäftling dabei, es waren insgesamt unauffällige Leute, die nach Kriegsende auch vielfach wieder Fuß gefasst hatten und in bürgerlichen Berufen gearbeitet hatten, viele genossen soziales Ansehen. Fritz Bauer hat später bemerkt, dass er in diesen Angeklagten sozusagen ein Spiegelbild der bundesdeutschen Gesellschaft gesehen habe. Er meinte, dass mit ihnen Millionen von ehemaligen Volksgenossen und Volksgenossinnen, die den Nationalsozialismus unterstützt hatten, eben auch mit auf der Anklagebank saßen. Viele Zeitungen haben über diesen Prozess berichtet, die Welt, die Süddeutsche, die Frankfurter Allgemeine, die Rundschau. Der Prozess hat von Beginn an eine große Öffentlichkeit erreicht. Auch Rundfunk und Fernsehen haben intensiv darüber berichtet und schon 1965 sind dann auch die ersten Bücher erschienen. Zu nennen ist Hermann Langbeins zweibändige Prozessdokumentation. Langbein hat Protokoll geführt in den Verhandlungstagen und dann schon mit Prozessende seine Dokumentation vorgelegt. Bernd Naumann, der Gerichtsreporter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Bericht über die Strafsache gegen Mulka und andere. Namhafte Journalisten haben regelmäßig berichtet, nur ein paar Namen seien genannt, Axel Eckebrecht, Ralf Giordano, Inge Deutschkron, Dieter Strothmann. Sie alle haben sich also mit dem Prozess beschäftigt, außerdem eine ganze Reihe von Schriftstellern, Philosophen, Publizisten, Günter Grass darunter, Marie-Louise Kaschnitz, Martin Walser war dabei. Fritz Bauer selber hat dafür gesorgt, dass begleitend zum Prozess in der Paulskirche in Frankfurt eine Ausstellung gezeigt wurde unter dem Titel Auschwitz, Bilder und Dokumente. Eine Ausstellung, die sehr gut besucht war und mit der er sozusagen auch seinen Anspruch umgesetzt hat, die Öffentlichkeit zu erreichen. Bauer war auch sehr angetan von Peter Weiß' Stück, sein bekanntes Stück Die Ermittlung, ein Oratorium in 11 Gesängen, das Peter Weiß ja 1965 dann auch auf die Bühnen gebracht hatte.
In dieses Theaterstück sind ja Teile aus dem Auschwitz-Prozess eingeflossen, Teile aus den Prozessprotokollen. Und im Oktober 1965 ist die Ermittlung dann sowohl im Osten als auch im Westen sozusagen als ein gesamtdeutsches Projekt auf die Theaterbühnen gekommen. Was letzten Endes alle Zeitungen berichtet haben, war der Umstand, wie entsetzt man doch war darüber, dass die Angeklagten im Prozess keinerlei Schuld eingestanden haben. Letzten Endes hat keiner von ihnen bestritten, dass Verbrechen stattgefunden haben. Sie haben auch nicht bestritten, dass sie von den Selektionen an der Rampe in Birkenau wussten, also von dieser Trennung in die arbeitsfähigen und die nicht arbeitsfähigen Häftlinge. Und keiner hat auch bestritten, davon gewusst zu haben, dass in den Gaskammern gemordet worden war. Aber alle haben letzten Endes eine Verantwortung dafür abgelehnt und alle haben ihre Unschuld beteuert. Fritz Bauer sagte dann, es sei so empörend, Zitat, dass kein einziges menschliches Wort gefallen sei von Seiten der Angeklagten, auch mit Blick auf die Zeugen, auf die Überlebenden, die hier ja ausgesagt hatten. Fritz Bauer wollte mit diesem Prozess nicht nur die Schuldigen bestrafen, sondern er wollte auch, dass die Vergegenwärtigung des Grauens weit über den Gerichtssaal hinaus reichen sollte und möglichst viele Menschen erreichen sollte. Er sprach selbst oft von der Selbstaufklärung der deutschen Gesellschaft. Für ihn zeigte sich sozusagen an der Fähigkeit zu einem kritischen Umgang mit den NS-Verbrechen auch die Demokratiefähigkeit der bundesdeutschen Gesellschaft. Für ihn war das gewissermaßen die Basis eines demokratischen Rechtsbewusstseins. Darum wollte er also eine breite Öffentlichkeit erreichen, wollte auch neue Maßstäbe in einem mitmenschlichen Handeln setzen. Und Bezugspunkt seines Verständnisses von Staat und Gesellschaft war dabei immer die Menschenwürde, das Recht und die Verantwortung. Für ihn waren die NS-Verbrechen Ausdruck von zivilisatorischer Gefährdung sowohl des Einzelnen wie auch der Gesellschaft, hervorgerufen durch Passivität, durch Schweigen und Anpassung. Und jetzt mit diesem Prozess wollte er auch in die Öffentlichkeit tragen, wie sehr es darum ging, moralische Selbstbehauptung, Zivilcourage, das Recht auf Widerstand, den Mut des Einzelnen und die Verantwortung des Einzelnen für die Gesellschaft eben in die öffentliche Debatte zu bringen, um auf diese Weise auch ein demokratisches Staatsbewusstsein zu fördern. Fritz Bauer ist mit diesen Themen selbst intensiv an die Öffentlichkeit getreten. Er war selbst in Artikeln in der Presse oft zu lesen, er war im Radio, er war im Fernsehen, er war medial ungeheuer präsent in den 60er Jahren, gerade auch im Kontext des Prozesses. Er hat viele Diskussionsrunden veranstaltet und das ist letzten Endes auch außergewöhnlich und auch ein Zeichen, ein Kennzeichen dieses Prozesses, wie sehr er vom Generalstaatsanwalt selbst hier in die Öffentlichkeit hineingetragen worden ist. Für Bauer also ging es eben nicht nur um rein juristische Belange, sondern letzten Endes darum, ein Bewusstsein für die nationalsozialistischen Verbrechen zu schaffen und letztlich eben die Bedeutung von Menschenwürde, von Mitmenschlichkeit für eine demokratische Gesellschaft zu stärken. Zu ein paar weiteren Besonderheiten des Prozesses. Fritz Bauer war es, der Historiker eingeschaltet hat, die er als Sachverständige nach Frankfurt geholt hat, die dann vor Gericht auch ausgesagt haben. Das waren Historiker vom Institut für Zeitgeschichte in München, die hier gutachterliche Stellungnahmen abgegeben haben, um den historisch-politischen Kontext der Verbrechen von Auschwitz auszuleuchten. Und sie haben dann zu verschiedenen Themen Stellung genommen, zur Organisation
und zur Mentalität der SS, zur Alltagspraxis der NS-Herrschaft, zum Kommissarbefehl, zum System der Konzentrationslager. Diese Gutachten sind dann noch 1965 erschienen in zwei Bänden unter dem Titel Anatomie des SS-Staates. Diese wichtigen Texte von Hans Buchheim, Helmut Grausnick, Martin Broschard und Hans Adolf Jacobsen, sie waren ja dann bis in die 80er Jahre hinein letzten Endes die Grundlage der NS-Forschung und waren ein Standardwerk der Forschung zum Nationalsozialismus. Ebenfalls zu den Merkmalen des Prozesses gehörte der Umstand, dass über 200 Zeugen im Prozess ausgesagt haben. Sie haben sich eingelassen darauf. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das war vor allem der Vermittlung von Hermann Langbein zu verdanken, der viele ehemalige Häftlinge kannte und letzten Endes dazu bewegt hat, dass sie nach Frankfurt gefahren sind, die Strapazen auf sich genommen haben, nicht nur körperliche Strapazen, sondern auch psychische Strapazen, hier sich zu konfrontieren mit den ehemaligen SS-Schergen des Lagers, diese nervliche Belastung auszuhalten. Und auch das berührend, das Gericht damals hatte noch nicht gesorgt für die Betreuung der Zeugen. Viele waren dann in Frankfurt mehr oder weniger sich selbst überlassen und es waren dann private Initiativen, die sich um die Leute gekümmert haben, das Rote Kreuz, auch kirchliche Organisationen und Frauen, die hier die Initiative ergriffen haben. Emmy Bonhoeffer ist hier vor allem zu nennen. Was besonders auch eine Belastung für die Zeugen gewesen war, für die Überlebenden von Auschwitz, war die Tatsache, dass sie sich den Befragungen der Verteidiger aussetzen mussten. Man kann das sehr deutlich von den Tonbandmitschnitten, die es ja zum Prozess gibt, rekonstruieren, wie oft das letzten Endes Fassungslosigkeit bei den Zeugen hervorgerufen hat. Das erkennt man an der Stimme und hier in den Tonbändern dann natürlich sehr viel besser als in Protokollmitschriften. Hans Laternser, der einer der besonders vehementen Verteidiger im Prozess gewesen war, er hat immer wieder die Glaubwürdigkeit von Zeugen in Zweifel gezogen. Hans Laternser, der auch entsprechend einschüchternd aufgetreten ist mit großer Pose, mit hohem Pathos und den Zeugen immer wieder auch Rachegefühle unterstellt hat, sie für unglaubwürdig erklärt hat, vor allem wenn sie aus dem Ostblock gekommen sind. Dass der im Rahmen des Auschwitz-Prozesses dann im Dezember 1964 eine Gerichtsdelegation zu einer Ortsbesichtigung aufbrechen konnte, das gehört zu den ganz besonders erstaunlichen Aspekten dieses Prozesses. Also im kalten Klima, im eisigen Klima des Kalten Krieges ist diese Delegation nach Polen gefahren, zu einer Zeit, als noch keine diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen bestanden. Solche Ortsbesichtigungen waren durchaus Usus in Gerichtsverfahren, vor allem dann, wenn keine Geständnisse vorlagen. Also eine Inaugenscheinnahme des Ortes, um verschiedene Aussagen zu überprüfen. Dass das zustande kam, war auch wieder Einzelpersonen und ihrem Engagement zu verdanken. Henry Ormond, vor allem Vertreter der Nebenklage, und Jan Sehn, Leiter des Kriminologischen Institutes in Krakau. Zu dieser Reisedelegation gehörten eine ganze Reihe von Verteidigern, auch ein paar Staatsanwälte, Gerichtspersonal, Dolmetscher und auch einer der Angeklagten. Nur einer ist mitgefahren, das war Franz Lukas. Die Ortsbesichtigung hat wichtige Funktion im Prozess gehabt, weil nämlich mit dieser Ortsbesichtigung es gelungen ist, verschiedene Dinge zu rekonstruieren und vor allem zu erhärten. Diverse Anklagepunkte haben sich erhärten lassen und es war auch klar, dass viele Aussagen der überlebenden Zeugen durchaus richtig gewesen sind, beispielsweise wenn sie gesagt haben, dass sie durch bestimmte Ritzen von Holzbalken oder durch Dachluken dieses und jenes Verbrechen hatten beobachten können. Also solche Dinge ließen sich erhärten. Und Lukas
Franz Lukas SS-Arzt in Auschwitz gewesen. Er ist wohl vor allem deswegen mitgefahren, weil er unter den Angeklagten derjenige war, der als am ehesten mit einem Freispruch hatte rechnen können. Das ging allerdings, dieser Schuss ging sozusagen nach hinten los, salopp gesagt. Diese Ortsbesichtigung ist ihm erst einmal zum Verhängnis geworden, weil nämlich in Fernsehberichterstattungen über die Ortsbesichtigung, die auch intensiv medial begleitet worden ist, in einem solchen Fernsehbericht ist er von überlebenden Häftlingen in Polen wiedererkannt worden und die haben ihn enorm beschuldigt, sodass er dann auch im weiteren Verlauf des Prozesses zugeben musste, was er davor bestritten hatte, dass er nämlich Selektionen an der Rampe von Birkenau ausgeführt hatte. Er ist dann auch zu 3 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden, ein Urteil, das dann später im Revisionsverfahren wieder rückgängig gemacht worden ist, aber zunächst wurde er verurteilt und ist auch in Haft gekommen. Am Ende sind von den 24 Angeklagten 20 verurteilt worden. 2 waren bereits verstorben in der Haft. Einer ist aus gesundheitlichen Gründen für verhandlungsunfähig erklärt worden und ein Verfahren ist abgetrennt worden, sodass dann nach 20 Monaten das Urteil verkündet worden sind. Ganz kurz zusammengefasst, 6 Angeklagte sind zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, 11 haben Zeitstrafen erhalten und 3 sind freigesprochen worden. Damit zu meinem letzten Punkt, zum Urteil und seinen Folgen. Der Vorsitzende des Schwurgerichts in Frankfurt, Hans Hofmeier, er hat ein anderes Ziel verfolgt als Fritz Bauer. Ihm ging es letzten Endes nicht um die gesellschaftliche Selbstaufklärung mit Blick auf die Verbrechen, sondern ihm ging es um die Schuldfrage und um die Klärung der Schuldfrage der Angeklagten. Weiter darüber hinaus wollte er dem Prozess keine Bedeutung beimessen. Im Urteil selbst kam das Gericht zu dem Schluss, anders als die Verteidiger das nahegelegt hatten, sie kamen zu dem Schluss, dass kein Befehlsnotstand vorlag, die Angeklagten also nicht damit rechnen mussten, bei einer Befehlsverweigerung selbst in Lebensgefahr zu sein. Aber in diversen Aspekten hat sich das Gericht doch der Argumentation der Verteidiger angeschlossen, zum Beispiel wurde befunden, dass das Schicksal der Häftlinge, die ins Lager deportiert worden waren, ohnehin besiegelt gewesen sei, weshalb den Angeklagten dann auch, wie es hieß, kein eigener Tatwille zu attestieren sei. Argumentiert wurde zum Teil spitzfindig und zum Teil durchaus zugunsten der Angeklagten. Und das ist dann auch der Hintergrund, warum letztlich diese Urteile so ausgefallen sind, wie sie ausfielen, von vielen Zeitgenossen als milde beurteilt und viele haben auch empört reagiert auf den Urteilsspruch. Man muss sicher sagen, bei aller Kritik im Detail, die juristische Bedeutung des Auschwitz-Prozesses, sie war enorm und sie lag in dem Umstand, dass zum ersten Mal vor einem deutschen Gericht über die Verbrechen von Auschwitz gesprochen worden ist und dass klar geworden ist, was hier geschehen war. Es ist dann durch die wissenschaftlichen Dokumente, durch die Aussagen der Zeitzeugen, durch die Gutachten der Historiker letzten Endes mit dem Prozess das Gesamtgeschehen der Verbrechen von Auschwitz erfasst worden. Und es ist das Bild der arbeitsteilig organisierten Massenverbrechen entstanden. Zum ersten Mal ist in allen Details diese arbeitsteilige Organisation vor Augen geführt worden. Also die Systematik der Vernichtung, die ist im Prozess klar zutage getreten, genauso auch die Funktionsweise des bürokratischen Apparats der SS und auch die Lebensbedingungen der Häftlinge, all das ist also ans Licht gekommen. Fritz Bauer, der sich ja von der, wie er das nannte, volkspädagogischen Wirkung des Prozesses viel versprochen hatte,
da muss man auch sagen, diese Idee, dieser Wunsch, das ist durchaus aufgegangen. Es ist eine breite Öffentlichkeit erreicht worden. Es waren auch, es war ein enormes Interesse von Besuchern an diesem Prozess. Ungefähr 20.000 Besucher haben den Prozess in diesen 20 Monaten verfolgt. Viele Lehrer sind mit ihren Schulklassen gekommen. Letzten Endes war es wohl so, Mitte der 60er Jahre konnte in der Bundesrepublik nicht gesagt werden, man wisse nicht, was im Lager Auschwitz geschehen ist. Fritz Bauer war mit dem Urteil nicht zufrieden. Urteilsschelte kam also auch von ihm. Er war der Ansicht, dass alle, die im Lager Dienst getan hatten, sich am systematischen Massenmord beteiligt hatten, beigetragen hatten dazu, dass er stattfinden konnte. Und er war der Ansicht, dass alle Angeklagten wegen Mordes hätten verurteilt werden müssen. Für ihn war es nicht einsichtig, dass die Verbrechen letzten Endes in einzelne Episoden aufgelöst worden sind, in Einzelereignisse. Das hat, so nannte er das, habe letztlich das Geschehen von Auschwitz und die Bedeutung von Auschwitz entschärft. Auch war er nicht zufrieden, dass nach der Gehilfenrechtsprechung, die ja den justiziellen Rahmen der Zeit geliefert hat, dass nach der Gehilfenrechtsprechung Recht gesprochen worden war, die Aufteilung in Täterschaft und Beihilfe und der Umstand, dass den Angeklagten ein sogenanntes irrendes Gewissen zugebilligt worden ist, das hat er für unhaltbar gehalten. Er hatte sich erhofft, dass das Gericht zu einer anderen Rechtsprechung finden würde und letzten Endes die Frage der Verantwortung des Einzelnen hier im Vordergrund stehen würde und die Hürden, die das deutsche Strafrecht gesetzt hat, sozusagen zugunsten einer konsequenten Aufklärung und Ahndung genommen werden würden. Fritz Bauer, der ja 3 Jahre nach dem Auschwitz-Urteil bereits verstorben ist, er hat nicht mehr erleben können, wie groß die Bedeutung dieses Prozesses war, den er angestoßen hat, nämlich der Prozess, der letzten Endes, der, wie Norbert Frey das nennt, der historisch-politisch wichtigste Versuch gewesen ist, um die Taten strafrechtlich zu ahnden und der in hohem Maße letzten Endes Anstoß gegeben hat zu einer breiten gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen. Das wirkte sich vielleicht noch nicht so sehr in den 70er Jahren aus, aber dann doch spätestens in den 80er und 90er Jahren. Was wir jetzt so seit den letzten 20 Jahren erleben, das ist die sogenannte Spätverfolgung der Täter. Der Begriff, den verwendet der Historiker und Jurist Boris Burkhardt. Er spricht von der Spätverfolgung auch, weil sich das, was ungefähr sich seit der Jahrtausendwende in der Justiz entwickelt, sozusagen eine Korrektur der bisherigen Rechtsprechung darstellt. Und ganz besonders in Gang gekommen ist diese Korrektur und möglich geworden ist diese Korrektur mit dem Prozess gegen John Demjanjuk 2009 vor dem Landgericht in München. Demjanjuk, der wegen seiner Verbrechen im Vernichtungslager Sobibor verurteilt worden ist 2011. Und hier ist hat eine neue Rechtsprechung gegriffen. Nun kann also sozusagen, wer Teil einer Mordmaschinerie eines Lagers gewesen ist, verurteilt werden. Es geht nicht mehr um die individuelle Tatbeteiligung, die nachgewiesen werden muss, nicht mehr um den konkreten Tatnachweis, nicht mehr um den Tatwillen, der belegt werden muss, sondern jetzt mit diesem Prozess gegen Demjanjuk hat sich also die Rechtsprechung grundlegend verändert.
rechtskräftig geworden ist sie noch nicht mit dem Janjuk-Urteil. Dem Janjuk ist ja schon 2012 verstorben, noch bevor das Revisionsverfahren entschieden war. Aber rechtskräftig geworden ist diese neue Art der Rechtsprechung mit dem Prozess gegen Oskar Gröning 2015 in Lüneburg. Das Urteil ist dann bestätigt worden 2016 vom Bundesgerichtshof und 2017 vom Bundesverfassungsgericht. Also hier letzten Endes der Umstand, dass strafrechtlich belangt werden kann, wer eine Rolle im arbeitsteiligen System der Massenvernichtung gespielt hat. Das war ein Rechtsprinzip, das sich Fritz Bauer schon für die 60er Jahre gewünscht hatte, das er erwartet hatte. Jetzt, vor ein paar wenigen Jahren, ist diese Rechtsprechung, ist dieser Paradigmenwechsel tatsächlich Wirklichkeit geworden. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Sibylle Steinbacher. Wir hatten jetzt verabredet, dass wir, kann man mich hören? Wir hatten verabredet, dass wir mit einer Zweierdiskussion beginnen. Ich würde das jetzt aber nicht überstrapazieren wollen. Wir müssen tatsächlich diesen Saal um 8:30 verlassen, wegen der Luft. Und deshalb würde ich jetzt sagen, ein paar Minuten werden wir uns noch unterhalten. Und dann würde ich auch eben Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen. Wie gesagt, das müsste dann mit Maske geschehen. Wenn Sie aufstehen, müssten Sie die Maske aufsetzen und sich zu dem Mikrofon dort bewegen. Ja, ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die Anfänge. Und zwar aus gegebenem Anlass, weil wir ja in diesen Tagen auch den 75. Jahrestag des Nürnberger Urteilsspruchs diskutieren. Fritz Bauer selbst hat, anders als sein Parteigenosse Willy Brandt, nicht persönlich an den Nürnberger Prozess teilgenommen. Er hat das aus der Ferne verfolgt, vom dänischen Exil aus, und hat auch dazu publiziert seinerzeit. Er hat einen Artikel herausgebracht unter dem Titel Nürnberg, in dem er davon gesprochen hat, dass hier eben ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit zu verzeichnen sei, ein Meilenstein auf dem Weg zu einer besseren Welt. Und er hat auch sehr positiv davon gesprochen, dass Nürnberg das Gewissen der Menschheit geschärft habe, und zwar geschärft habe für bestimmte Straftaten, die eben vorher straflos gewesen seien. Als er zurückkam in die Bundesrepublik, das war kurz nach der Verabschiedung des Grundgesetzes, da war das Nürnberger Programm auch beendet. Das heißt, er ist in eine Bundesrepublik gekommen, in der sich in gewisser Weise auch schon abgezeichnet hat, dass es einen starken Widerwillen geben würde gegen strafrechtliche Aufarbeitung. Also dieses Klima, was zunächst noch einigermaßen aufgeschlossen gewesen war, 1946, als er diesen Beitrag schrieb, das hatte sich eigentlich fundamental verändert. Es gab jetzt eine starke Abwehr und eine Erinnerungsverweigerung in Bezug auf NS und Kriegsverbrechen. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich, wie ist er mit diesem Erbe Nürnbergs umgegangen? Das würde mich tatsächlich auch persönlich mal interessieren, weil ich auch der Meinung bin, dass die Forschung da sich noch gar nicht so richtig für interessiert hat. Der Rainer Huhler, der hat ja einen Aufsatz in dem Bulletin des Fritz-Bauer-Instituts dazu geschrieben, von Nürnberg nach Frankfurt, wo er darauf aufmerksam gemacht hat, dass eigentlich Bauer in seiner Zeit als Generalstaatsanwalt in Frankfurt
nicht mehr versucht hat, sozusagen Nürnberger Prinzipien nochmal wieder zu implantieren in der Bundesrepublik. Also sicherlich war er beeinflusst durch Nürnberg. Ich glaube, das wäre ja ahistorisch zu behaupten, dass dem nicht so war. Aber auf der anderen Seite scheint er das Thema nicht offensiv angegangen zu sein. Und vielleicht hast du da eine Erklärung oder überhaupt eine These dazu, wie er mit diesem Erbe umgegangen ist. Ja, wichtige Frage. Erklärung habe ich jetzt so nicht parat. Bauer hat sozusagen während oder ja noch im Exil und dann zu Beginn des Nürnberger Prozesses ja seine Publikation Kriegsverbrecher vor Gericht verfasst gehabt, hat also intensiv verfolgt, was in Nürnberg geschehen ist. Man müsste sich seine Texte aus dieser Zeit, auch seine Aufsätze, die wir ja jetzt in den kleinen Schriften publiziert haben, mal sehr genau anschauen, wie er Nürnberg wahrgenommen hat und dann auch mit den Prinzipien umgehen wollte. Ich hätte jetzt keine Antwort parat, man müsste sich näher anschauen. Ja, das also ich denke, grundsätzlich ist das ja für ihn auch ein Faktor gewesen, den er zu berücksichtigen hatte. Also er musste sich darauf einstellen, dass es eben seit den späten 40er, 50er Jahre diese Abwicklung des Nürnberger Rechts gab. Und das hat ihn ja, und das hast du ja auch sehr anschaulich hier berichtet, also die Tatsache, dass eben das Nürnberger Völkerstrafrecht abgewickelt worden war, regelrecht in der frühen Bundesrepublik, warf dann die Strafverfolger zurück auf das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 mit allen Beschränkungen und Hemmnissen, die das aufwarf. Also die ganzen Probleme, mit denen wir ja im Grunde bis zum heutigen Tag konfrontiert sind bei der Ahndung von NS-Verbrechen, sind zu einem großen Teil verursacht, eben durch die Besonderheiten dieses täterorientierten nationalen Strafrechts. Und das hat ihn sicherlich auch umgetrieben, davon kann man ausgehen, aber er hat eben wahrscheinlich, ich meine, aus strategischen Gründen und auch aus einer gewissen Rücksichtnahme für die Rücksichtnahme auf die Bedingungen in der deutschen Gesellschaft versucht, sozusagen nicht mehr an diesem Nürnberg-Komplex zu rühren. Also das könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass er grundsätzlich auch taktisch vorgehen musste, um überhaupt seine gesellschaftspolitischen Ziele erreichen zu können. Also davon, denke ich, kann man ausgehen, dass er taktisch vorgegangen ist und hier auch sehr klug letzten Endes es verstanden hat, auf Stimmungen zu reagieren. Und das ist ja auch sein Wort vom Gerichtstag halten über uns selbst. Das hat er ja im Kontext des Auschwitz-Prozesses formuliert und dabei von uns gesprochen. Er selbst hatte ja keinerlei Grund, sich hier selbst einzubeziehen mit seiner Vita und seiner politischen Vergangenheit. Aber er hat letzten Endes, hätte er sicherlich nie den Fehler gemacht, sich hier zu positionieren in einer ja dann eben angreifbaren Stellung, die ihn über das, was er ohnehin an Unflat hinnehmen musste, was ihn hier besonders herausgestellt hätte. Noch ein anderer Punkt, er hat sich zum Teil taktisch verhalten, zum Teil hat er sich aber auch sehr, sehr undiplomatisch verhalten, in Anführungszeichen, denn das, was du hier berichtet hast in Bezug auf den Augenscheintermin in Polen, das lässt sich ja sozusagen noch weiter
fortsetzen in Bezug auf die direkten Kontakte mit Vertretern der DDR-Generalstaatsanwaltschaft. Also das rührte in gewisser Weise an einen Tabu der frühen Bundesrepublik, der Adenauer Republik, dass man selbstverständlich mit Vertretern der DDR keine Kontakte pflegte und gar nicht den Anschein erweckte, als ob dort auch nur die Gefahr einer diplomatischen Anerkennung, also die Möglichkeit einer diplomatischen Anerkennung am Horizont auftauchte. Er hat sozusagen darauf keine Rücksicht genommen, sondern hat sich auf den Standpunkt gestellt, das Material, die Beweismittel, die dokumentarischen Beweismittel liegen größtenteils jenseits des Eisernen Vorhangs. Das war so. Also es gab eben sehr viele wichtige Dokumente, die in DDR-Archiven lagen, in polnischen Archiven lagen. Es gab aber, wie du auch schon erzählt hast, auch sehr viele Zeugen aus Ostblockländern und einschließlich der DDR, die man brauchte. Und vielleicht nochmal die Frage, also wie hat sich seine Perspektive im Hinblick auf die DDR und die anderen Ostblockländer möglicherweise auch verändert im Laufe der 60er Jahre? Also wie du es schon gesagt hast, er ging von der Sache aus und war interessiert am Material, was in den Archiven des Ostblocks lag, und war auch in formellen Kontakten zu Justizbehörden im Ostblock mit Blick darauf immer aufgeschlossen. Von der Veränderung dann im Laufe der 60er Jahre könnte ich jetzt nichts entwickeln, dass er von diesem Standpunkt abgerückt wäre. Er hat, denke ich, durchaus versucht, hier die Propaganda-Elemente und das, was die Notwendigkeiten des Kalten Krieges sozusagen vorgegeben haben, ja, zurückzustellen, eben im Dienst der justiziellen Ermittlungen, die notwendig waren. Ich denke, dass er auch sicherlich ein sehr hohes Problembewusstsein hatte für die Gefahr einer Instrumentalisierung. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat er den Ostberliner Schauprozess gegen Hans Globke in irgendeiner Weise unterstützt? Ich bin mir halt nicht sicher. Möglicherweise hat sich die Forschung da, ich war immer davon ausgegangen, dass er das nicht getan hat, aber möglicherweise hat sich die Forschung da weiterentwickelt. Soweit ich das weiß, ich habe dazu selber nicht geforscht, aber soweit ich das den Biografien und den letzten Veröffentlichungen entnehme, wissen wir da nichts Neues. Gegenwärtig entsteht am Fritz-Bauer-Institut eine Studie von Katharina Rauschenberger über Friedrich Karl Kaul, den Nebenkläger der DDR im Auschwitz-Prozess. Ich denke, dass das sehr, sehr spannend werden wird, und bin auch selber sehr gespannt, was dann alles rauskommen wird.